Hallihallo zu der Mass Effect 1 Character Creation. Ja, ich wollte euch ja zeigen, wie der Charakter Editor hier so in Mass Effect 1 ist. Ja, schauen wir einfach mal rein. Wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. So, also wir könnten jetzt hier den Standard John Shepard nehmen. Oder wir nehmen eben eine neue ID. Wenn man jetzt einen neuen Charakter erstellen möchte, beziehungsweise einen anderen als den Standard Shepard, dann muss man diese neue ID hier nehmen. So, und dann kann man eben hier individueller männlicher Charakter oder individueller weiblicher Charakter machen. Machen wir mal männlicher Charakter. Bitte locken Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Ja, hier könnte man jetzt auch den Vornamen ändern. Lassen wir jetzt mal so, ist jetzt nicht so wichtig. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Zeit vor dem Dienst bestätigen. So, hier können wir jetzt unsere Vorgeschichte auswählen. Also entweder sind wir Raumfahrer. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Ihre beiden Eltern waren beim Allianzmilitär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichten sich fürs Militär. So, Kolonist. Sie sind auf Mindo hier geboren und aufgewachsen, einer kleinen Kolonie am Rand der Attica Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenjäger Mindo ihr und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von einer Allianzpatrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Allianzmilitär. So, von der Erde. Als Waise sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und der Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Allianz-Militärdienst gemeldet haben. So. Ja, nehmen wir mal einfach jetzt hier Raumfahrer. So, psychologisches Profil. Einziger Überlebender. Bedeutet, während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extrem lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperliche wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen wären. Aber sie überlebten, ertrugen alles, woran andere Menschen zerbrachen, und jetzt sind nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. So, der Kriegsheld. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennung seitens der Allianzflotte ein. Oder halt skrupellos. Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie gemeinhin als kalt, berechnend und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. So, nehmen wir mal einziger Überlebender. So, jetzt könnten wir hier so wie so eine Klasse wählen. Ich lese das jetzt auch einfach mal vor. So, jetzt haben wir hier den Soldat. Soldaten sind die perfekten Kampfspezialisten für die Frontlinien eines Feuergefechts. Soldaten erhalten verbesserte Gesundheit, können im Umgang mit allen Waffentypen ausgebildet werden, haben von Beginn an die Fähigkeit, mittelschwere Panzerung zu tragen, und können sich darauf spezialisieren, schwere Panzerungen zu tragen. Der Techniker. Techniker sind Technikspezialisten. Ach, sag bloß. Mit Hilfe des holographischen Universalwerkzeugs können sie Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren oder modifizieren, gegnerische Waffen oder Schilde stören und das Squad heilen. Techniker können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Der Experte.
Experten sind Biotik-Spezialisten. Mithilfe aufwertbarer Implantate können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen, das Squad mit einem Schild zu schützen und Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Der Infiltrator. Oh. Infiltratoren kombinieren Kampf- und Technikfähigkeit miteinander und sind spezialisiert darauf, Gegner im Fernkampf zu töten oder auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich mehr auf Dechiffrierungs- und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung. Sie können Pistolen oder Präzisionsgewehre und mittelschwere Panzerung einsetzen. Der Wächter. Wächter kombinieren Biotik und Technikfähigkeiten miteinander. Üblicherweise verwenden sie biotische Fähigkeiten und fortgeschrittene Heiltalente, um Verbündete zu verteidigen, obwohl sie auch Gegner mit biotischen oder technischen Angriffen stören können. Sie sind effizienter im Einsatz von Technik und Biotik als alle anderen Klassen, was allerdings zulasten ihrer Kampffertigkeiten geht. Wächter können nur leichte Panzerung tragen und kein erweitertes Waffentraining erhalten. Der Frontkämpfer. Frontkämpfer sind biotische Krieger, sie kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihrem Waffentraining, um Gegner auszuschalten und sind besonders tödlich auf kurze Distanzen. Sie nutzen Pistolen und Schrotflinten und können sich auf die Verwendung mittelschwerer Panzerung spezialisieren. So, nehmen wir mal den Soldat. Gesichtsidentifikation bestätigt. So, da sind wir jetzt endlich. Wie ist die Textur? Extrem matschig. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier an meinem Spiel liegt oder ob das generell so ist. So, Erscheinung ändern. Das ist ja das, worauf wir eigentlich hinaus wollten. Gesichtsvorschläge. Was haben wir denn so? Ja, ist jetzt nicht alles ganz so geil. Was nehmen wir denn mal als Grundvoraussetzung? Nehmen wir mal ihn. Gesichtsstruktur. So, jetzt können wir das hier ändern. Das ist quasi die Kopfform, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ah, lassen wir das mal auf der ersten Einstellung. So, Hautfarbe. Ja gut, das macht jetzt nicht so viel Sinn, denn jetzt so... Machen wir das mal so. Hauttyp. Fangen wir mal vorne an. Okay, so sieht der ziemlich jung aus. Oh Gott. So sieht der ja richtig fies aus. Ups, so. Lassen wir das mal so. Narben. Naja, die sehen irgendwie alle blöd aus. Gehen wir mal zurück. Kopf. Ach, Mensch. Ach, was ist das denn hier? So, jetzt. Nackenumfang. Okay. Aber das war so. Gesichtsgröße. Na, komm, guck schon zur Seite. So, das ist doch so ein bisschen die Wangengröße. Na, guck schon in die Mitte. So, Wangenbreite. So ist, glaube ich, besser. Wangenknochen. So, ist das ganz gut. Hagere Wangen. Gott, ich weiß gar nicht, was das jetzt bedeutet. Gucken wir mal von der Seite. Hier von der Seite sehen wir gar nichts. Aber so ist, glaube ich, am besten. Ohrengröße. Damit müssen wir wieder was anzufangen. So. Ohrenausrichtung. Ah, okay. So, die Augen. Augenform. Gehen wir mal einmal durch. Gott. Sieht aus, als wenn der irgendwie gegen die Sonne guckt, so. Ein bisschen verschlafen. Ja. Weil die verschlafenen Augen, glaube ich, gar nicht schlecht sind, so. Augenhöhe.
Machen das mal so. Augenabstand. Bisschen weiter mittig, so. Augentiefe, ich glaube, da muss da ein bisschen zur Seite gucken. Oh Mann, irgendwie sieht der gruselig aus. Brauntiefe. Das war so. Braunhöhe. Irisfarbe. Ach so, okay. So ist, glaube ich, ganz gut. Kieferhöhe. Kiefertiefe. Okay, da muss der, glaube ich, wieder zur Seite gucken. Tatsache. So, Kinnbreite. Aha. Kieferbreite. Oh Gott. Manches sieht ein bisschen übertrieben aus von den Sachen, die man hier auswählen kann. Aussehen Mund. Okay. Oh Gott. Sieht aus, als wird er sich auf die Lippe beißen. Ungemütlicher Zeitgenosse. So ist, glaube ich, ganz gut. Mundtiefe. Ah, sonst sieht das ein bisschen blöd aus. Mundbreite. So, ist ganz gut. Lippengröße. Machen wir das mal so. Mundhöhe. Okay. Oh Gott. Nase. Aussehen Nase. Das sieht komisch aus. Das auch. Das auch. Wie sieht das alles komisch aus? Okay. Nasenhöhe. Okay, Nasentiefe ist jetzt alles klar, richtig gedacht. Was ein bisschen weit raus, so ist okay, glaube ich. Zurück. H. Ups. Ach, Mensch. So, H. Bart. Was haben wir denn da? Gar kein. Ein kleinen Schnäuzer. Ein Strich. Was ist das? Irgendwie gar nichts. Okay. Ah, guck schon. Ah, mein Gott. Bisschen fummelig. So. Was ist das denn? Schwarzer Fleck. Sieht ja witzig aus. So, was haben wir noch? Stoppeln. Noch so Bart wie gerade, nur ein bisschen. Bisschen kleiner. Stoppeln. Stoppeln. Okay, ich glaube, das eine war ganz cool. Das hier. So, Augenbrauen. Ich glaube, das hier sieht ganz gut aus. Moment, wo war's jetzt? Ah ne, das ist zu viel. Nehmen wir mal die hier. So, Haar. Nee. Das sieht auch blöd aus. Das sieht auch blöd aus. Nee. Ah. Das erste ist da am besten. Haarfarbe, ja gut, das sollte man dann vielleicht dunkel. Also das sieht ein bisschen aus wie Dennis Rodman. Ich habe irgendwie das Talent, immer irgendwelche komischen, berühmten Leute zu machen in meinen Let's Plays, in der Charaktererstellung. Ja gut. Ich würde sagen, das hier war die Charakterstellung, die ist halt jetzt bei Mass Effect nicht so mega umfangreich. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall beim richtigen Let's Play. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.